Dominik, wie schätzen Sie das Niveau dieser Weltmeisterschaft ein? Ich finde, es ist auf einem unglaublich hohen Niveau gespielt. Viele geile Spiele, viele enge Spiele und ich glaube, wir können sehr stolz auf unser Sport sein. Ihr Land hat bisher alle Spiele gewonnen, Vorrunde, Hauptrunde. Gehen Sie mit einer leichten Favoritenrolle in das Halbfinale oder vielleicht doch schon ins Finale? Ich glaube, gegen Frankreich sind wir nie Favorit. Also das sind wir auch nicht jetzt. Die sind unglaublich stark. Die haben mehrmals gezeigt, die haben unglaubliche Spieler. Also werden da nie Favorit sein. Aber ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel und ja, vielleicht 50-50 oder so. Wie sind die Stärken Ihres Landes? Wie wollen Sie das Spiel gewinnen gegen Frankreich? Ja, ich glaube, wir haben ein paar individuell sehr, sehr gute Spieler und dazu eine gute Truppe, ein guter Kampfgeist. Und wenn wir unsere Abwehr gut darstellen können, vielleicht ein paar schnelle Gegentore machen in der ersten, zweiten Welle, dann haben wir eine gute Chance. Und auch die beiden herausragenden Torhüter, Niklas Landin und Jannik Rien, können eine Hauptrolle spielen. Ist ja immer so in Handball. Torhüter hat immer eine große Rolle zu spielen und es wird morgen genauso. Also Frankreich hat auch sehr starke Torhüter und wir werden sehen, wer morgen am besten drauf ist. Vielleicht spielen Sie ja gegen Deutschland im Finale. Das wäre ja nicht schlecht. Erstmal alles Gute für das Halbfinale, Jannik, und viel Erfolg. Dankeschön.